Der Schlag gegen die Islamisten startet um 6.25 Uhr. Am vergangenen Dienstag durchsuchen rund 600 Beamte 190 Wohnungen, Vereinsräume und Lager der bundesweit agierenden Vereinigung Die wahre Religion. Die Truppe macht in den vergangenen Jahren mit dem Verteilen des Korans von sich reden. Die selbstgedrehten Videos der Lease-Aktionen wurden vor allem über YouTube unters Volk gebracht. Zeitgleich mit der Razzia geht ein Verbot der Organisation einher. Die Strukturen der wahren Religion werden zerschlagen. Wir sehen hier, dass wir eine Struktur zerschlagen haben, dass es ausgesprochen schwer fallen dürfte, ohne diese Struktur noch mal auf diesem Niveau anzufangen, eine derartige Kampagne loszutreten. Und dass jedenfalls die Protagonisten von Lease und die wahre Religion im Grunde vor einem Neuanfang stehen. Eines der Hauptziele an diesem Morgen ist eine Adresse im Bonner Stadtteil Endenich. Hier soll sich der Prediger Ibrahim Abu Naji verstecken. Der 52-jährige Palästinenser ist eine Art Mastermind der deutschen Islamistenszene. In Spiegel TV exklusiv vorliegenden Ermittlungsakten heißt es über Abu Naji: Der leitende Kopf hinter dem Verein DWR ist Ibrahim Abu Naji. Besonders die Ablehnung des Unglaubens sowie die Verherrlichung des Dschihad und der Selbstopferung nehmen eine essentielle Rolle ein. Bereits 2011 fiel Abu Naji mit seinen Hasstiraden gegen Andersgläubige auf. Hier gibt der Islamist Unterricht für Kinder in Glaubensfragen. Dass die Christen und die Juden Kuffar sind. Wenn einer jetzt kommt und sagt, nein, ich will der Bibel folgen, kommt er ins Paradies? Niemals, der kommt für ewig in die Hölle. Ja? Wenn ein Jude sagt jetzt, ich will den Koran nicht folgen, ich folge nur die Tora, kommt er ins Paradies? Niemals, der kommt nur in die Hölle für Ewigkeit. Mit dem deutschen Rechtsstaat nahm es Abu Naji nicht so genau. Im Februar 2016 wurde er wegen Sozialhilfebetrugs verurteilt. 53.000 Euro hatte der Islamist zu Unrecht bezogen. Ich weiß, dass Sie, wenn Sie den Islam nicht annehmen, das sagt Allah im Koran, ja, dass Sie ewig in der Hölle bestraft werden. Jetzt bin ich ein Hassprediger, hasse ich Sie? 2011 hatte Abu Naji die Lease-Aktion gegründet, finanziert mit Spenden aus Deutschland und dem Nahen Osten. Das Ziel ist, junge Menschen für diese radikale extremistische Form des Islam, des Islamismus zu gewinnen, diese Leute anzusprechen, diese Leute, ich sage mal, anzufixen, sie in die Gruppe hineinzuziehen und weiter zu radikalisieren. In der Öffentlichkeit gaben sich Abu Najis Koranverteiler eher harmlos. Dass die Lease-Aktivisten überzeugte Salafisten mit Missionierungsdrang sind, versuchten sie zu verbergen. Hä? Also wollen Sie den Koran haben? Sie kennen ja IS, Islamischer Staat. Die haben jetzt westliche Journalisten abgeschlachtet. Was sagen Sie denn dazu? Wollen Sie, haben Sie eine Meinung zu? Wollen Sie Koran nehmen? Ist das der Koran, den Sie vertreten? Sie haben keine Meinung zu IS. Wollen Sie sich jetzt den Koran nehmen? Darf ich Sie kurz fragen, was sagen Sie denn zu IS? Wollen Sie einen Koran? Wir haben verschiedene Sprachen dazu bieten. Möglicherweise geben sich die Islamisten so harmlos, weil sie schon seit längerem von den Verbotsermittlungen der Sicherheitsbehörden wissen. So exklusive Recherchen von Spiegel TV. Bei der Razzia am vergangenen Dienstag, ebenfalls im Visier der Fahnder, Bilal Gümüş, hier rechts im Bild. Der 27-Jährige war lange ein enger Vertrauter von Abu Naji. Grüß Sie, Sie sind von Spiegel TV. Kennen Sie von Twitter? Ja. Gümüş galt als Chef des Netzwerkes Die wahre Religion im Frankfurter Raum. Er hatte Koranverteilaktionen organisiert, warb junge Konvertiten an und machte einst als Krimineller Karriere, saß sogar 2 Jahre im Knast. In meiner Zeit, als ich im Gefängnis war, in diesen Jahren, habe ich so viele Leute zum Islam konvertieren gesehen, Zigeuner, Polen. Wallah, so viele habe ich kennengelernt, die zum Islam konvertiert sind, weil es die Logik ist. Und deswegen, Islam ist die wahre Religion. Jetzt ist Gümüş wieder angeklagt. Er soll einen jungen Mann in den Dschihad geschickt haben. Zitat aus der Anklageschrift. Gümüş wird angeklagt, bei der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Hilfe geleistet zu haben. Am 7.9.2013 flog der damals 16-jährige Enes Ü nach Antalya in die Türkei. Von dort aus begab er sich nach Syrien.
Das Lustige ist, woher wissen Sie von dieser Anklageschrift? Wir haben mit der Staatsanwaltschaft telefoniert, Sie dürfen gar nicht diese Informationen wissen. Es ist noch gar keine richtige Anklage erhoben worden. Sondern es ist noch in diesem Zustand, wo es besprochen wird zwischen Staatsanwalt und Richter, ob überhaupt Anklage erhoben werden soll. Deswegen frage ich Sie, woher wissen Sie denn diese Sachen? Jetzt werden wir gegen Sie auch ermitteln lassen. Weil Sie Informationen wissen, die noch nicht mal wir richtig wissen. Das ist sehr interessant. Woher wissen Sie denn diese Dinge? Wo wussten Sie denn zum Beispiel heute Morgen von dieser Razzia? Die wusste die Polizei, hat sogar mir gesagt, dass sie Ihnen nichts davon mitgeteilt haben. Sie waren vor der Polizei sogar hier. Das würde mich gerne interessieren. Bei der Anklage geht es um den 16-jährigen Frankfurter Enes Ü. Enes schloss sich 2012 den LIS-Aktivisten an. Die Missionare kümmerten sich um den minderjährigen Deutsch-Türken. Ich bin der Enes. Enes wurde immer radikaler in seinen Ansichten. Was auch seine Lehrer mitbekamen. Um den Islam zu verstehen, besuchten seine Lehrer mit ihm und Mitschülern eine Moschee. Enes war aber nicht so zufrieden damit, weil es ihm nicht streng genug war, offensichtlich. Also das ist jetzt auch eine Interpretation. Er fragte halt sofort den Imam, wo er denn studiert habe. Und dann war klar, in der Türkei. Und das war ihm nicht streng genug. Der 16-jährige Junge, verführt im Namen Allahs, will für seinen Glauben in den Heiligen Krieg ziehen. Im September 2013 besucht Enes eine Kundgebung von Pierre Vogel, Deutschlands wohl berühmtesten Salafisten. Auch Vogel ist ein Verführer mit großem Unterstützerkreis. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, dass es keine wahre Gottheit gibt, außer Allah, dem allmächtigen Gott. Einen Tag später reist Enes in die Türkei, um Gotteskrieger zu werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass Gümüş ihm das Ticket kaufte. Die Rolle des Bilal Gümüş als zentraler Logistiker bestätigt sich weiterhin dadurch, dass Bilal Gümüş die Flugtickets mit seinem bei der AirTürk GmbH eingerichteten Account erworben hat. Enes besucht in der Türkei nahe der syrischen Grenze eine Art Kriegsausbildungslager. In den Ermittlungsakten wird eine SMS von Enes an seine Glaubensbrüder dokumentiert. Bruder, du musst hier durch den Tunnel robben. Und der wirft dann Bomben rein. Du läufst den Berg runter und hoch und der schießt dann die ganze Zeit um dich herum. Nach einem Monat im Ausbildungslager wurde Enes in den Krieg geschickt. Für welche Islamistengruppe er kämpfte, ist unklar. Klar ist, er wurde im Kampf verwundet, erlag seinen Verletzungen und wurde in der Türkei begraben. Umsonst gestorben, gefeiert als Märtyrer. Enes ist nach einer Woche in Aleppo schon gestorben. Natürlich, aber da verkenne ich ja nichts. Aber Sie haben ihm doch das Flugticket gekauft. Stopp, ganz kurz, das werfen Sie mir hier vor. Natürlich tut mir das leid, wenn irgendein Mensch stirbt. Bilal Gümüş ist auch im Zusammenhang mit weiteren Ausreisen ins Visier der Fahnder gelangt. Im Rahmen der Ermittlungen wird er auch an einem Frankfurter S-Bahnhof observiert. Zu sehen ist Gümüş mit drei Männern, die just an diesem Tag Richtung Syrien ausreisten. Gümüş hat sich schon vor einiger Zeit von der wahren Religion abgewandt. Doch mit Pierre Vogel zusammen erstellte er eine App, um so den Islam weiter zu verbreiten. Abu Naji versteht sich längst als eine Art Global Player. Auf seiner Facebook-Seite postet er Bilder von LIS-Aktionen aus Brasilien, England oder Schweden. Wo er derzeit steckt, ist nicht bekannt. Selbst in Malaysia wird er laut DPA gesucht.